Sali und grüezi miteinander. Ich möchte euch zeigen, was ich innerhalb von 2 Wochen, sage ich jetzt einmal, nicht ganz einfach so gekrümelt habe. Und das zeige ich euch in verschiedensten Läden, oder ein paar verschiedene Läden, was ich eigentlich nicht brauche, aber was mir einfach beim Schauen gefallen hat. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar sind wir hier zuerst einmal beim Lidl wieder mal gewesen und haben ein schönes, wie auch gäbiges Schere-Set gefunden für 3,99 Franken. Hier ist es leicht gummiert, also das heisst, es ist griffig, es hat 3 verschiedene Grössen und da ich einfach gerne basteln tue und im Moment eben auch gewisse Sachen mit Stoff machen. Es tut mir leid, die Sonne kommt und geht, darum Sonne, keine Sonne, Schatten, hell, ihr seht. Darum habe ich mir die Schere gekauft, die habe neue gebraucht, die gut schneiden, weil Stoff, haben wir Glück, die teure Stoffschere ist, das ist wahnsinnig teuer. Dann aus der Migros, schaut es euch an, ist das nicht very, very sweetie? Und ihr denkt euch jetzt sicher, was ist das? Und es ist eine Bettflasche. Eine Lama-Bettflasche. Ist doch wirklich mega herzig. Für 7,45 Franken. In der Migros, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und dann hat es hier noch vom Lidl Augen-Make-up entfernen gegeben, weil ich das wieder brauche. Meine ist demnächst leer. Der hat mich 1,19 Franken gekostet. Nicht speziell, soll auch wasserfestes Make-up entfernen. Wenn wir dann schauen. Dann habe ich hier verschiedene Töpfchen, künstliche Pflanzen gefunden in der Migros. Ein Töpfchen hat mich 4,95 Franken gekostet. Und von denen hat es 3 verschiedene gegeben. Einfach so als Deko zum Aufstellen. Also nein, nicht 3 verschiedene. 2 verschiedene, wollte ich sagen. Und das stimmt nicht, was ich erzähle. Sie haben nicht 4,95 Franken gekostet. Sie waren noch 50%. Das heisst, sie haben mir noch 2,45 Franken ein so Töpfchen gekostet. Jo. Das ist das, was ich einfach in den letzten 2 Wochen, wie auch immer, geschätzte 2 Wochen, einfach so krömeln. Und das wollte ich euch mitteilen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, habt's gut und ich sage Tschüss!